Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Out-of-Map-Glitch zeigen, und zwar wie man da draußen aus der Boss-Area kommt und den Boss auch ziemlich leicht besiegen kann. Was ihr dafür machen müsst, ist ziemlich einfach. Man muss wieder auf diese Landekapsel draufgehen. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie man das perfekt macht. Und ja, was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst zum Boss hochfahren, aber der eine, der oben liegt, darf nur 80 Schuss reingeben. Und wenn er die 80 Schuss oben reingeballert hat, müsst ihr aufstehen, genau auf diesem Rand, wo ich auch stehe. Und wenn ihr aufgestanden seid, müsst ihr die ganze Zeit A spammen oder X spammen zum Springen. Ich weiß ja nicht, auf welcher Konsole ihr zockt, einfach die Springtaste, die Sprungtaste die ganze Zeit aktivieren, dass ihr wirklich auch hochkommt. Und wenn ihr jetzt da oben seid, könnt ihr ein bisschen erforschen gehen. Ich zeige es nicht alles im Video, wo man überall hinkommt, weil das könnt ihr ja selber noch machen, weil man kommt wirklich in ein paar Orte rein. Ihr müsst einfach aufpassen, dass ihr nicht auf den Zeppelin runterspringt. Das heißt, auf diese Blache runter, wo der Zeppelin ist. Da links sieht man ja diese weißliche, mit Pfeilen bedeckte Blache. Da dürft ihr nicht raufspringen, sonst fallt ihr out of map und dann seid ihr weg und ihr könnt nicht mehr sterben, ihr müsst das Spiel beenden. Man sieht es jetzt dann gleich, wie ich da runterfalle, und am besten macht ihr es nicht so, weil es ist wirklich kacke, ihr müsst das alles wieder neu machen. Und ja, ich probiere es da gleich nochmal, weil das hat mir nicht gereicht, das eine Video. Ich will euch zeigen, wie man wirklich krass out of map kommt und wirklich auch alles krass machen kann. Wie man sieht, bin ich wieder da gelandet. Einfach eine Raumkapsel weiter unten. Keine Ahnung wieso. Ich kann es euch auch nicht erklären, warum man zwischendurch hinten und zwischendurch vorne buggt. Keine Ahnung wieso. Aber wie gesagt, das ist wirklich einer der geilsten Glitches, die es momentan auf dieser Map gibt. Also ich finde, es ist der beste Glitch von allen, weil man kann wieder in die Map springen und alles. Es ist wirklich der krasseste Glitch. Und von hier aus könnt ihr an ein paar Locations springen, könnt natürlich auch wieder an diesen alten Ort gehen, wo ganz am Anfang gab es ja so einen Glitch, wo man auf dieses Tor raufkam. Da hoch kommt ihr jetzt auch, und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine kleine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen, und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a